Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute probiere ich den Brecherspitz, aber über den Ostgrat zu gehen als Winterbesteigung. Wie gesagt, wohlgemerkt, ich versuche es, weil ich glaube, die Schneeverhältnisse werden sehr, sehr schwierig werden. Und dann muss ich sehen, ob diese normalerweise relativ kurze und auch nicht allzu schwierige Tour realisierbar ist. Auf jeden Fall kommt mit, freue ich mich und dann schauen wir mal, wie es hier läuft. An dieser Schranke löst du dein Ticket und wie im Parkhaus bezahlen. Ich habe jetzt 5 Euro bezahlt. Wir starten 8.35 Uhr vom Parkplatz. Gehen hier über die Straße und gehen in den Wald rein da. Da geht es erstmal recht knackig hoch. Ja, ein erster knackiger, kurzer Anstieg. Ein paar Minuten hier diesen Hang hoch und dann wird es auch schon ein bisschen flacher hier oben. Wegfindung 0,0. Komplett Freestyle heute. Ja, ich folge jetzt mal hier einer Tierspur und ansonsten völlig Freestyle. Hier gibt es keine Markierung. Hier musst du dir einfach den Weg suchen. Im Gegensatz zu meinem Schinder-Desaster bin ich aber heute natürlich ein bisschen vorbereitet, ein bisschen besser vom Kartenmaterial, von der Wegbeschreibung. Ich habe einen GPS-Track. Ich habe mir Fotos von Sommertouren gemacht, von markanten Stellen, die ich natürlich suche. Und so habe ich gewisse Fixpunkte. Und der nächste Vorteil bei dieser Tour ist, sie ist nochmal wesentlich kürzer. Und ich muss wirklich nur den Weg bis zum Gipfel finden, weil am Brecherspitz oben den Westgrat und die anderen Routen kenne ich. Von daher ist heute die Herausforderung, nur den Ostgrat im Tiefschnee zu erkunden und wohlbehalten zum Gipfel zu kommen. Ja, 60 cm bleiben das. Schauen wir mal, ob ich die Kondition heute habe für diesen Spaß. Das ist extrem anstrengend. Jeden einzelnen Schritt musst du hier 10-mal einstampfen. Und ja, aber das Wetter ist noch schön, es hält. Traumhafte Winterlandschaft, alles tief verschneit, ruhig. Natürlich ist kein Mensch hier auf diesem Ostgrat unterwegs. Die meisten werden sich sagen, heute Nachmittag ist schlechtes Wetter angesagt, zu viel Neuschnee drin. Und ja, okay, ich gebe es schon zu, für so eine Aktion musst du schon ein bisschen gestört sein. Aber ihr wisst es, ich mag das einfach gern allein im Winterwald zu stapfen und hinterher zu fluchen. Ja, und ich mach's immer wieder. Auf geht's, weiter Stapf. So, ihr seht es. Also, Leute, das ist ein 115er Stock, der ist bis hier im Schnee. Also Meter Schnee haben wir. Ein
Durch das Stampfen hoffe ich, dass ich bloß auf 50er, 60er einsinke. Aber hin und wieder geht es natürlich auch mal tiefer ab. Sehr mühselig. Alter. Es ist halt auch noch alles Pulver, der sich kaum verdichten lässt. Echter Wahnsinn. Und noch nichts vom Brecherspitz in Sicht. Noch nicht mal der erste Felsaufschwung. Sind hier zwischen rein, sind zwei Felsbänder zu queren. Im Sommer ist das, glaube ich, als Kletterei, Kraxelei, so leichter erster Grad. Im Winter wird so eine Kraxelei schnell mal schwieriger, weil natürlich die vielen guten Griffe und Tritte von Eis und Schnee bedeckt sind. Da kann aus so einem Einserschwung auch mal schnell ein Zweier oder gar ein Dreier werden. Ja, schauen wir mal, wie es da ausschaut. Umkehren können wir jederzeit. Und wenn es zu brisant wird, dann machen wir das auch. So, jetzt stapfen wir noch ein bisschen. Sonne! Ja, wie ihr seht, laufe ich hier in einer Spur. Das ist aber keine, die ich jetzt gefunden habe, sondern meine eigene von Hinzus. Sprich, ich laufe diese Spur zurück. Ich bin auf dem Rückweg. Also, ich habe auf jeden Fall noch mehr Weg vor mir als Energie in mir. Und deswegen habe ich mich für den Rückweg entschieden. Ich habe jetzt circa 3 Stunden Tiefschneestapferei durch und habe nur ein Drittel des Weges zum Gipfelanstieg geschafft. Das ist natürlich einmal vom Zeitfenster her Wahnsinn, das weiterzugehen. Wie gesagt, auch von meinen Kraftreserven. Das ist mir heute zu dick, die Nummer. Nach 3 Stunden bin ich schon relativ breit. Und auch der Abstieg durch diesen Schnee ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Von daher gehe ich zurück. Und ich stelle euch das trotzdem ein als abgebrochenes Video. Kleine Winterimpression, dass ihr auch mal seht, wie schwer so ein Spaß sein kann. Dann war das mit meinem Versuch, heute auf die Brecherspitze über den Ostgrat zu gehen. Ja, und jetzt wie immer mein kleines Fazit nach dieser Tour. Ob man sowas als anfängerfreundlich betiteln kann, weiß ich nicht. Das muss jeder für sich wissen, wie weit er da kommt. Ja, manchmal hilft die beste Vorbereitung nichts. Ich habe mich diesmal wirklich gut vorbereitet, also vom Zeitfenster her, von der Wegführung und alles. Aber der Schnee hat mich einfach kaputt gespielt heute. Aber so ist das manchmal. Nichtsdestotrotz war es ja eine nette Tour und ich werde das auf jeden Fall wiederholen. Und ich denke, direkt zum nächsten Wochenende werde ich in meiner Spur da gleich weiter stapfen und das im zweiten Anlauf probieren. Ich sage auf jeden Fall mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ihr wisst es, immer schön am Berg bleiben, Freunde. Und schaltet rein, Teil 2 vom Brecherspitz über den Ostgrat folgt in Kürze. Servus, ciao.